Ich guck einfach nochmal bei dem Spacken hier rein. Was war mit dir? Aber selbst wenn du klein genug bist, bleiben deine Waffen und Kleider groß. Du bist also nicht ausgerüstet. Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Grrr. Ah cool, ich hab das Dings noch. So, erstmal das hier. Ich vergesse das jedes Mal, wenn ich hier bin. Oh, so ein Tabu ist schon was Feines, ne? Mal hier, wie wir damit... Was war das denn? Da können wir schon ganz schön geil mit rumschwängeln. So. Jetzt habe ich kein Tabu mehr. Ah, drauf geschissen. So, wo? War ich hier schon drin? Ich glaube nicht, ne? Können wir das ja hier direkt mal benutzen? Jetzt nehmen wir noch einen davon. Vielleicht ist hier drin. Vielleicht waren wir hier auch schon drin. Scheiße, Mann. Vielleicht wäre es auch mal logisch, dass wir da vorne den Typen kaputt machen. So. Und zwar benutzen wir... die normale Frucht. Normale Früchte. Es sind ja mehrere, die wir da essen müssen. Achso, das reicht ja schon. Und jetzt das auswählen. Getroffen werden ist ganz wichtig. Ne, dann kommen wir nur hier hin. Schade. Könnte ja sein. Es könnte ja sein. Oh. Der Controller ist leer. Ich hoffe mal, dass der hier... Moment. Controller-Einstellungen. Es soll doch einfach nur eins. Du bist doch nicht mehr an. Nee. Nee, ich kann noch nicht. Es ist jetzt aber blöd hier. Jetzt sollte es funktionieren. Ja, tut's auch. Und die Musik ist wieder spaßig. Ich werde mal gerne wissen, was das für... was das für Blautüren sind. Ich glaube, ich fress mal ein Tabu. Und dann laufe ich jetzt mal so schnell wie möglich nach links. Und da ist auch eine Kiste.
dann werde ich mein super tolles Schweinekost. Oder von da oben. Das wird natürlich auch vielleicht Sinn machen. Ne. Never ever. Dann werde ich das gegen das Eichhörnchenkostüm diesmal einmal wechseln und hoffe einfach, wunderbar. Das wäre jetzt der Burner, wenn da jetzt... Ach, scheiße. Hier ist aber... Ich habe gerade wegen hier im Vordergrund... Wo ist denn... Ich glaube, die linke Hafenseite fehlt uns. Was ist denn? Ja, diese Türen, das ist halt... Weiß ich nicht. Ich werde mal googeln, wo dieses Hafenteil ist. Okay. Ich hätte mich hier zu Tode gesucht. Die Musik macht mich auch gerade wieder kirre. Doch. Und zwar befindet sich unser letztes Hafenstück wir sind glaube ich schon dran vorbeigelaufen. Nämlich in einem Raum. Ah ja, ist gut. So. 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 Oh. Da haben wir ihn. Wo sollte es auch sonst sein? Oh. Das ist so dumm, dass man hier im Wasser... Na gut, dann sind wir halt tot. Ende. Ja, bitte. Ich mag diese Fallen hier auch nicht. Die sind total dämlich. So. Wir wollen jetzt auf jeden Fall zu dieser blöden Meerjungfrau da oben hin. Ich habe gerade irgendwie wieder Bock, Ariel zu gucken. Geht mir mal hier nicht alle auf den Sack. Okay, da kam auch das Plus 1 her. Jetzt ist es aufgeklärt, das Rätsel. So. Frau Ariel. Nein! So.
Was für eine Überraschung! Die Harfe ist wieder ganz! Ich bin so froh. Danke. Bitte. Okay, bleib zurück. Jetzt wecke ich den Riesenfisch. So, was hat er uns jetzt zu sagen? Sieh nur, der Fisch ist wach. Aber was nun? Ja. Mehr kann ich nicht tun. Jetzt musst du nur den Riesenfisch auf dich aufmerksam machen. Was? Spider-Man, Spider-Man. Toll! Anscheinend hat er dich bemerkt. Er hat Angst vor mir. Guck mal, jetzt so ein komischer Tempel. Tempel. Geht und seht selbst. Also ich meinte jetzt so ein komischer Turm eigentlich, aber... Hast du noch einmal zu sagen? Im Wassertempel leben wir nichts mit dem Tempelvolk zusammen, aber wir sehen uns nicht oft. Na gut, wir gehen einfach mal rein. Großer Tempel. Seid mir willkommen. Der Riesenfisch hat euch bemerkt. Als Vertreter des Tempelvolkes heiße ich euch willkommen. Ihr seid hier, weil ihr die Schweinetasche sucht. Suchen wir das? Seht euch erst dies an. Ein Ei. Ist das Ei eines Kokervogels? Ah, ist das vielleicht... Suchen wir doch nicht diese komischen Dinger. Komm also her und öffne das Ei. Dann gib mir eine Pfanne. Was ist das? Was ist das? Das ist meine Frage. Ein sogenannter Geheimnisreflektor. Moment, wir haben auch so ein Teil. Er ist ein Teil des Mechanismus, mit dem man die Tür zur Schweinetasche öffnet. Ah. Zur Tarnung habe ich das Vogelei in einer anderen Schale versteckt. Aber die wurde zerstört. Der Kokervogel hat ein anderes Ei mitgenommen. Ich habe es mit dem richtigen verwechselt. Genau. Aber wo hat der Kokervogel es hingebracht? Den habe ich aber, den Reflektor. Um diesen Mechanismus zu bedienen, brauchen wir zwei Geheimnisreflektoren. Ja. Wenn wir nicht beide haben, klappt es nicht. Patsch, 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 patsch. Ich hab so einen. Ich weiß, dass ich so ein Ding hab. Da. Ah, genau. Das ist der Reflektor. Stell ihn auf den Sockel.
War der nicht blau? Öffne jetzt das Oberlicht. Egal, wer die Schweinetasche nimmt, seht auf keinen Fall ins Licht. Ich bin sehr verwirrt, gerade irgendwie. Okay, jetzt können wir uns die Schweinetasche da... da hinten abholen. Ich habe mir schon gedacht, dass das eine Tür ist. Mit dir will ich nicht mehr reden, du bist blöd. So. Wo kommen wir hier hin? Diese Poporitze, ne? Das ist ein neuer Ort, den wir nicht... Ah. Ein Verbindungsstück. In Verbindungsstück. Das ist ja interessant.